Nee, komm. Mach gleich nochmal. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich stelle euch heute den Fotoliner Ocean M von Rolei vor, einen Fotorucksack mit Nachhaltigkeitsaspekt, und mit jedem Kauf unterstützt ihr die Organisation Ozeankind mit 5 Euro. Viel Spaß! Wir kommen jetzt zu den Details von dem Fotoliner Ocean M in Petrolfarben hier von Rolei. Es gibt ihn noch in Schwarz und in Grau. Die Abmessungen sind außen 48 x 32 und 25 in der Tiefe. Innen haben wir da 42, 27 und 15 cm. Das Ganze wiegt leer 1520 Gramm und hat auch eine Laptoptasche für 13 Zoll Laptops. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Anfangen tun wir jetzt mal außen. Und zwar haben wir hier hinten den Stativplatz. Mir persönlich gefällt das hinten nicht so sehr, weil wenn man den länger trägt, ist halt das ganze Gewicht nach hinten und zieht eben am Rücken relativ stark runter. Musste jetzt aber sagen, dadurch, dass das ein kleiner oder beziehungsweise ein mittlerer Fotorucksack ist, fällt das jetzt hier nicht so extrem auf. Wenn man jetzt einen großen Rucksack hat, wo viel Equipment drin ist und dann eben noch das Stativ hinten dran hätte, würde das Ganze noch viel deutlicher zu tragen kommen. Hier an der Seite hätte man auch noch die Möglichkeit, das Stativ unterzubringen, das klappt auch. Die Verarbeitung hier hinten ist eigentlich sehr gut. Also was heißt eigentlich, ich bin tatsächlich sehr begeistert davon, weil zum einen die Klipse hier gut einrasten, sich nicht öffnen und eben auch hier, wenn man das Ganze auf Zug macht, die Naht nicht aufgeht. Hier unten das Ganze kann man dann verstecken. Das klappt man einfach zusammen und steckt sie unten rein. Und dann hängt das auch nicht rum, wenn man es nicht braucht. Des Weiteren haben wir außen ein Regencape. Das Regencape ist hier unten verstaut. Und hier unten ist auch diese Gummierung, also dieses etwas wasserabweisende Material, was auch hier vorne wahrscheinlich eher die Reibung ein bisschen verhindern soll. Ich denke, das Material an sich ist aber auch ziemlich reibungsunanfällig. Das erste Fach ist das hier vorne. Das ist ein relativ kleines Dokumentenfach. Wir haben hier Platz für Stifte. Und ich habe jetzt hier noch die anderen Inlays drin, die ich nicht benötigt habe für mein Layout. Und ja, Buch, Taschen, was man auch immer hier noch unterbringen kann. Man kann ja auch noch Akkus verstecken. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen Stauraum. Sehr dick ist das Fach nicht, aber ein Tablet würde hier hinten vielleicht auch noch Platz finden. Dann haben wir hier an der Seite das Kamerafach. Da haben wir Zugriff allein zur Kamera und dem darauf befindenden Objektiv. In dem Fall ist es das 17-28 von Tamron. So, jetzt kommen wir zu dem großen Fach. Das große Inlay habe ich mich jetzt hier entschieden, einfach ein paar Dinge rauszumachen. Habe mir das jetzt so aufgeteilt, dass mein Tamron hier Platz hat, das 70-180 mm. Ich habe die Kamera, wo wir jetzt gerade schon mal reingeguckt haben, vom Seitenfach mit dem 17-28, und ich habe hier oben noch ein zusätzliches 50 mm drin und eben die Filter und den Filterhalter. Hier oben habe ich dann noch die Festplatte untergebracht und hier habe ich noch einen Notizblock, wo auch ein Tablet oder Laptop für 13 Zoll Geräte Platz finden würde. Warum sich Rolei hier unten bei dem Speicherkartenfach dafür entschieden hat, nur eins zu machen, weiß ich nicht. Also ich hätte mir da tatsächlich noch mehr gewünscht, also es wäre ja Platz gewesen. Und das Fach selbst ist so groß, dass auch größere Speicherkarten, also hier ist nur eine SD-Karte, da passen zwei locker nebeneinander. Aber die größeren Speicherkarten würden hier auch Platz finden. Schade, dass hier nicht noch mehr da sind, aber wir wollen jetzt mal nicht ganz so pingelig sein. Des Weiteren haben wir hier im inneren Fach noch diese Meshgitter, wo man noch Kleinkram unterbringen kann, Kabel oder ähnliches. Genauso drüben in dem Seitenfach von der Kamera. Auch wenn mir der Rucksack zur Verfügung gestellt wurde, würde ich jetzt meine Meinung deswegen nicht ändern. Also wenn ich den Rucksack für nicht gut halten würde oder die Verarbeitung mistig wäre, würde ich das auf jeden Fall sagen. Ich werde den Rucksack jetzt noch ein paar Tage testen oder beziehungsweise ein paar Wochen und werde dann meinen Bericht dazu auch immer mal auf Instagram teilen. Also auch gerne da mal vorbeischauen. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da und ein Abo und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.